Mein Name ist Marvin Mendel und das ist Ein Tag in Frankfurt. Heute mit dem Thema, was wird in Frankfurt in Sachen Integration gemacht? Und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt mal an. Bockenheim ist in Frankfurt generell eine Anlaufstelle für viele Flüchtlinge. Denn hier haben sie nicht nur eine Möglichkeit, Deutsch zu lernen, das wird von vielen angeboten, sondern haben auch eine eigene Unterkunft, in der sie kurzweilig bleiben können. Schon vorhin habe ich meinen guten Kollegen Hamayun getroffen. Hamayun kommt ursprünglich aus Pakistan, ist von dort geflüchtet und ist mittlerweile hinter mir hier regelmäßig in Bockenheim, denn da bekommt er Deutschunterricht. Ein Problem ist allerdings der Platzmangel, weswegen viele ehrenamtliche Initiativen ausweichen müssen. Doch es gibt auch noch andere Orte, in denen Integration in Frankfurt ein Thema ist. Let's take a look. Um der Frage nachzugehen, was eigentlich Integration ist, bin ich jetzt mal beim Webmontag gelandet. Der Webmontag Frankfurt ist eine Institution, die alle 2 Monate stattfindet. Und heute behandelt sie das Thema Silver Surfer. Dann stellt ihr euch die Frage, was hat denn Silver Surfer mit Integration zu tun? Ganz klar, die Generation 60+ will auch integriert werden, will auch in das World Wide Web integriert werden. Und genau das klärt der Webmontag heute. Mit der Silver-Surfer-Veranstaltung vom Webmontag haben wir diejenigen, die gerade neu ins Internet starten, die für die Internet noch was Neuland ist, den Anschluss an unsere Lebenswirklichkeit, an die Lebenswirklichkeit der jungen Menschen hergestellt. Sie können damit besser nachvollziehen, was passiert im Leben meiner Enkel, was ist für die wichtig, was ist für die nicht wichtig und was ist dieser Hashtag beispielsweise. Ich glaube, da haben wir ganz viel Aufklärungsarbeit geleistet und die Scheu, die Hürden abgebaut und holen so die Silver Server mit in unser Leben rein und umgedreht. Das Bahnhofsviertel hat insgesamt über 50% Ausländerquote und ist ein Schmelztiegel, wenn es darum geht, Integration in Frankfurt stattfinden zu lassen. Aber was hier ein Problem ist, durch die Gentrifizierung ändert sich dieser Stadtteil ganz gewaltig. Und so werden Supermärkte, die zur Integration beitragen, rausgemobbt. Jürgen, inwiefern denkst du, dass solche Läden wie hier, wo wir unglaublich viele unterschiedliche Dinge präsentiert bekommen, was mit Integration zu tun haben? Ja, diese Läden sind natürlich im Mittelpunkt. Also der Soziologe würde bestimmt sagen, der dritte Raum. Also ja. der Treffpunkt der verschiedenen Kulturen, wo sie ihre Lebensmittel bekommen und so ein Stück Heimat haben und das bekommen, was ihnen im Grunde im Alltag fehlt. Mhm. Und es müsste eigentlich noch viel mehr, also die Integration müsste nicht von den Migranten kommen, sondern die Integration müsste von den Deutschen kommen, die diese Kultur, diese Vielfalt hier viel mehr aufnehmen, vorgestellt bekommen und auch in ihren Alltag übernehmen. So wie sie die Pasta und Pizza und Döner und was weiß ich, Baklava übernommen haben. Ja. So genauso muss es auch so sein mit dem Rest der Vielfalt hier. Das ist ja eine Vielfalt im Grunde, die man zelebriert. Das ist ja ein wahnsinnig reicher Schatz. Ja. Und vor allem ist interessant, die Nationen identifizieren sich dann quasi über diese Küche und über über die Nahrung. Ja. Nicht über irgendwelche politischen Ideen, nicht über irgendwelche Gemälde oder auch die Kunstwerke, sondern wirklich über diese ganze Esskultur. Ja. Ich finde das total faszinierend. Es zeigt sich, Integration funktioniert nur, wenn Integration auch Platz bekommt. Und dafür muss in Frankfurt viel mehr getan werden.